weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten braucht. Den Tod des Grafen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Okay. Was denn für ein Zeichen? Also, eine Pyramide voller Ratten? Die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Na toll. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot! Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet! Marseille ist verloren! Der letzte Ruf der Makula. Wir müssen zurück und Mama suchen! Vor allem alle rennen sie weg und wir laufen rein. Steh auf! Ich kann nicht! Aber gut. Du musst! Wir brauchen mehr Helfer! Ich lasse dich nicht hier! Das Ding auf! Marseille, sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Oh ja. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und was? Jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schießt. Was denn für ein Heu? So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Wohin denn? Wohin soll ich denn zielen? Das da. Griechisches Feuer. Ja. Griechischer Wein. Also, hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht gehen drüber nach. Sophia. Und weiter geht's. Okay. Kann ich damit die ganze Zeit so schießen? Geht das? Kommt nicht aus dem Boden. Nein. Schlecht. Es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz, das sie führt. Was meinst du? Wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Amicia, jetzt! Was denn? Was soll ich da machen? Ich hab doch mehr als schießen, kann ich doch nicht. Was passiert? Aber was hätte ich denn jetzt anderes machen können? Also außer schießen? Geht doch nur, ne, oder? Also, oder sehe ich da was? Mal gleich nochmal probieren. Was meinst du? Wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Was? Okay, auf geht's. Ja, ist ja gar kein Problem. Kurbel, nicht Kurbel, ist doch völlig wurscht. Nein, wir sind wirklich nicht schnell genug. Wir könnten. Also, hier das vielleicht auch ein bisschen flotter.
Ja, nö. Sieht so aus. Oder auch nicht. Schon überlebt haben, ist ja. Also hart. Wer ist verletzt? Wer nicht? Wollte ich gerade sagen. Wir sind da. Naja. Ich war noch niemals in Marseille. Tja. Du kommst zur besten Jahreszeit. Ist ein bisschen neblig, aber ist okay. Suchen wir meinen Bruder. Auf geht's. Auf geht's. Das wird nicht gut ausgehen. Aber im Endeffekt aber müsste doch der Bruder jetzt eigentlich alleine sein, oder nicht? Also, oder? Weil Wachen würde es ja wahrscheinlich keine mehr geben. Kapitel 16. König Hugo. Oder Hugo. Wie er auch genannt wird. Oh. Ich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas. Ich muss schon sagen. Es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Ich weiß nicht. Also bahnt sich jetzt eine kleine Love-Story an zwischen sagt der all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und okay. Das ist ein Befehl. Ja, trotzdem kann man doch mal in solchen Situationen auch mal plotten. Geht ja auch, ne? Leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. Okay. Bin der Hugo. 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 So, ich würde sagen, da wo die Ratten sind, Herkunft. Das sind sie jetzt auch. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Mal sehen, was da drin ist. Ja, gut. Also er geht ja auch, oder beziehungsweise, ne, also... Mal sehen, was sich machen lässt. Er denkt ja auch, dass seine Schwester halt tot ist. Ne, also... Das sollte die Sache erleichtern. Alter, ist ja okay. Wie oft kann er sie denn, also... Wie viel? Hey, sieh mal, wer überlebt hat. Eine Nelke. Nelke. Die erste Blume, die mir Hugo gebracht hat. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Jetzt fühle ich mich alt. Das ist ja, was ist mit ihm denn verkehrt? Ach du Scheiße. Ja, und da sollen wir hin? Ja, ist klar. Genau. War er das? Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Es tut mir leid. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, ich gehe. Ich bin die... Amicia,
Wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also... Gehen wir rein. Ja, genau. Das ist doch... Das werden wir niemals überleben. Ich sag doch, das... What? Ich bin am Leben. Ich bin... Du lebst. Ja, und, Luca? Was ist mit ihm? Wir nehmen den Heli, oder? Ja, würde ich auch bevorzugen. Ja! Ist es gebrochen? Nein! Es ist nur... Geht es euch gut? Sophia ist verletzt! Ich versuche euch zu erreichen! Nicht bewegen! Sag ich doch, ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Entschuldige. Nein, bitte. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Ich wollte gerade sagen, aber doch nicht in diesem Ausmaß. Eine Legende ohne Seeleute, ha? Das ist traurig. Geh und komm mit ihm zurück. Mal gucken. Wir sehen uns unter der Sonne. Geh weiter. Hugo ist ganz nah. Ich muss erst Lukas finden. Okay. Gut. Wir gucken als erstes... Oh Gott. Ob wir hier irgendwie, Sachen finden, die wir benötigen? Loot? Haben wir dann eigentlich alles schon wieder gebaut? Naja, fast. So. Hallo? Ist das wirklich du? Amicia, hier bin ich! Wo bist du denn? Und Sophia? Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Treffen wir uns dort. Ja. Von welchem Mauerstück redet er denn? Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe... Vor dem Haus? Und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut, na gut. Klar. Nein, wenn du es bist. Okay, let's do it. Die Mauerreste erreichen. Verstecken, warten und weiter. Ja. Welche Mauerreste? Alles klar. Okay, let's go. Ja. Schneller. Okay, die kriege ich nicht. Das war's. Ich bin hier. Let's go. Gar kein Problem, wir sind einfach neben dir. Bist du bereit? Denke schon. Sie kommen, na los, macht schon! Ja, aber muss nicht erst das Tor aufgehen oder so? Also, wir kommen doch sonst nicht durch. Okay, dankeschön. Nein, nein, nein! Hölle nochmal! Das war knapp! Okay, wir kriegen's hin. Okay, wir gehen bei. Los! Bin bei dir! Oh Gott! Knapp ist ihm wieder! Wahnsinn! Und auf geht's in die nächste Runde! Lukas, das Dach! Was für ein Dach? Ach, das Dach! Mein Herz! Und weiter geht's! Los. Ach du Scheiße, hier geht's gar nicht.
Okay. Haben wir. Die Mauern müssen halten. Okay. Und raus. Komm schon, Lukas. Bin bei dir. Nein. Die Brücke, schnell. Wo muss die Stadt sein? Doch. Lauf. Ja. Oh Gott. Okay, wir haben es. Ja, also irgendwie haben wir es geschafft. Wir sind da. Ich weiß noch nicht wie, aber gut. Wir sind in Sicherheit. Okay, weiter geht's, oder was? Nur wie lange? Ja. Er ist da, Lukas. In Reichweite. Das sieht noch mega lang aus. Also ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, hallo? Juhu? Unter einer Decke versteckt. Als wärst du traurig. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Ja. Muss einiges los sein. Ja, vor allem, ihr seht ja auch nicht, was da drunter ist. Was wird uns wohl erwarten? Genau. Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Vision des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf. Okay. Verändern die Welt. Es ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Na, das wird ja ein Träumchen. Na schön. Oh Gott. Okay, komm. Let's do it! Hol tief Luft. Ey, wir sehen nichts und gehen einfach da runter. Da unten könnten 20 Millionen Ratten sein. Aber wir gehen runter. Okay. Okay, Lukas, wir haben Lukas verloren. Lukas! Oh Gott! Beim Abstieg? Lukas, wo bist du? Wie? Wir waren noch nebeneinander. Alles dreht sich. Konzentration. Erst Hugo finden. Ich dachte zuerst. Okay, jetzt doch. Also, okay. Erst Hugo finden und dann Luca? Hugo, ich bin's! Ich bin am Leben! Ich bin hier! Hallo? Wo bist du? Was ist das? Ja, wahrscheinlich in diesem Kokon, unmöglich. Oder? Unmöglich! Ein Phönix! Was? Hier! Was? Okay. Träumen wir? Also, oder halluzinieren? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Okay, also, ich mach's jetzt mal so wie auf der Insel, dass wir immer dem Kopf vom Phönix quasi folgen. Sie bedeuteten etwas. Sie zeigten den Weg. Ja, genau. Sie führen bestimmt zu ihm. Da. Verliere ich den Verstand? Ja, also, ich würde sagen, Hugo, ein bisschen. Bist du das? So leicht. Naturgesetze treten außer Kraft. Ja, halt dich daran fest. Okay, wir halten uns daran fest. Oder ist es eher so ein, weiß ich nicht. Hast du sie hergebracht, Hugo? So ein Silent Hill Nebel? Nein, du warst das. Hugo, komm, Gott sei Dank, wo bist du? Ich bin hier. Ganz nah. Wo ist denn hier? Ich sehe dich nicht. Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel. Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia. Aber es war eine Lüge. Nicht alles. Nicht alles war gelogen. Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht. Hugo, ich muss dich hier rausholen. Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert. Aber nicht deine Gedanken.
Ich versuch's ja! Hä? Muss ich jetzt anders laufen? Er ist hier irgendwo. Weil ich nicht vorwärts laufe, sondern ich sehe zurück, deswegen sehe ich ihn nicht. Ist das ein Rätsel? Tu doch was! Tu endlich was! Also, wir laufen jetzt trotzdem erstmal in die Richtung. Neue Wege. Ja. Warum folgst du immer noch den Vögeln? Ich bin verloren, Hugo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Ort gehört der Vergangenheit an. Verlasse ihn. Finde deinen Weg. Also muss ich einen Ausgang finden. Einen Ausgang finden. Okay. Also wir laufen jetzt mal nicht den Vögeln hinterher. Sondern wir laufen jetzt mal von den Vögeln weg. Okay, da ist ein Vogel. Da ist auch ein Vogel. Da sind überall Vögel. How is it even possible? Wir laufen einfach weiter. Wir laufen geradeaus. Ist egal. Vielleicht können wir so ja der Schleife entkommen. Sind wir auf dem richtigen Pfad? Ja, so ist es richtig. Weiter so. Was ist mit mir? Ich fühle mich... Du bist verloren und verängstigt. Aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will dich sehen. Was ist das? Hugo, wo bin ich? Ich hab dich so oft kämpfen sehen. Keine Sorge! Ich mach sie fertig! Du gibst immer noch nicht nach, oder? Nee, natürlich nicht! Glaub mir oder sie! Ich hab keine Wahl! Du hast eine Wahl. Doch die macht dir Angst. Es sind zu viele, Amicia. Ist mir egal! Mir aber nicht. Es tut weh, dich so kämpfen zu sehen. Was meinst du? Wie früher. Als sie... Ich dachte, ich sollte jetzt vielleicht nicht mehr kämpfen. Was? Was ist passiert? Nein, ich bin wieder zurück. Hä? Hugo, was hast du getan? Du hängst in deinem Kopf fest. Okay. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Du schaffst das. Das werde ich. Okay. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Ja, aber was ist denn die Thematik? Das muss doch mal funktionieren. Ich muss wieder zurück. Also, okay, wir laufen jetzt nicht den Vögeln hinterher, sondern einfach querfeldein. Ein Weg Nice. Raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Ja, machen wir. Dann kommen wir zu diesem Skull. Dann kommst du ans Ziel. Digga, was machen wir denn da? Wenn wir die nicht töten sollen. Oh, bitte, es geht doch. Du lernst dazu. Sollen wir durchrennen? Halte durch! Halte durch! Diese Dinger schon wieder! Dieses Mal machst du es besser! Aber was? Das Feuerwerk hält sie nicht auf! Lass dir was einfallen! Gut! Ich hab's verstanden! Es ist nutzlos! Ich gebe auf. Ich bin es leid. Okay. Ich bin es leid zu kämpfen. War das jetzt richtig? Bitte, ich muss dich sehen. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin hier. Hugo, komm, komm. Hm.
Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich hatte so Angst. Okay. Wir haben es geschafft. Aber du hast es geschafft. Kannst du laufen? Ja. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Gehen wir. Verlassen wir diese Hölle. Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo, wir haben alles versucht. Aber das alles ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Ja, das und das ist, richtig. Ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Wir können es aufhalten. Wir finden Mutters Haus und leben. Wir werden leben. Aber wir haben es verdient. Dieser Ort kommt mir vertraut vor. Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Wir kennen uns schon. Hey, was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Wir müssen hier weg. Komm! Wir müssen es in Ordnung bringen. Wir finden schon eine Lösung. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Sieh sie dir an. Oh Gott. Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Du musst es aufhalten. Ich kann nicht. Konzentrier dich. So wie früher. Hast du das schon vergessen? Das ist eine Lüge. Die Makula steckt dahinter. Ich bin jetzt die Makula. Ich. Was? Ja, aber denk. Nein! Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein, nein, nein! Kann er das nicht kontrollieren? Ich sehe zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Hugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich halte mich auf, um die Makula aufzuhalten. Nein. Das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde. Du bist kein Monster. Das werde ich aber sein. Wenn ich alles töte. Müssen wir uns jetzt entscheiden? Nee, oder? All die schönen Dinge. Ich verstehe, aber. Bitte, Amicia. Ich versuch's. Oh Gott. Ich hoffe nicht. Das ist, was ich gerade denke.